Ein paar Angstanfälle und dann doch wieder eine kräftige Erholung und wahrscheinlich ein versöhnlicher Jahresausklang. Wie ist das Jahr 2014 historisch einzuordnen? Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Wir machen weiter mit unserer Serie Mein Börsenjahr. Ganz persönlich und dazu Fragen jetzt an Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Herr Halver, wenn Sie an das Jahr 2014 denken, was war denn für Sie persönlich die Überraschung, mit der Sie absolut nicht gerechnet haben? Also Super Mario, der immer wieder für gute Stimmung gesorgt hat, oder der dramatische Verfall der Ölpreise oder vielleicht die Supermacht Amerika, die wieder voll da ist? Öl. Ganz klar das Öl. An Super Mario haben wir uns gewöhnt, dass Amerika sich wieder als Industrienation begreift, wissen wir auch. Öl. Ich hätte nie gedacht, dass der Ölpreis so dramatisch sinkt. Wir kennen ja seit Jahren nur an sich steigende Ölpreisnotierungen, aber dass er so dramatisch fällt, das ist eine riesen Überraschung. Aber immerhin ist es eine wunderbare Zinssenkung, eine Steuersenkung für alle Unternehmen und Konsumenten. Also, dank Amerika mit Fracking und dank an die OPEC, die dann die Quoten nicht kürz. Wir schauen mal jetzt auf Amerika und hier sehen wir jetzt, was hat sich da in Amerika so verändert, dass Amerika jetzt wieder so attraktiv ist. Also die Verschuldung ist nicht runtergekommen. Nein, die Verschuldung ist sogar weiter gestiegen und Amerika wird auch in Zukunft weiter Schulden machen. Das wissen wir, aber Amerika hat eins gelernt. Sie müssen nicht mehr weiterhin nur konsumieren, sie müssen investieren. Das ist sehr entscheidend, die schwarze Linie unten. Wir stellen fest, seit 2009 nehmen die US-Investitionen, also die Investitionen von Unternehmen, dramatisch wieder zu. Eine sehr schön aufwärtsgerichtete Linie. Und wenn man sieht, wie viele auch deutsche, europäische Unternehmen Amerika wiederentdeckt haben als Investitionsstandort, weil man genau weiß, Energie ist billiger, Strom ist billiger, die Unternehmenssteuern sind niedriger, die Arbeitskosten sind niedriger. Und viele sagen ja auch, wir werden niemals Amerika Sozialismus einführen. Für viele Unternehmen ein großer Anreiz, nach Amerika zu gehen, weil doch die Standortbedingungen so sind, wie sie hier sein sollten in Deutschland. Aber leider müssen wir feststellen, die Große Koalition macht da viel zu wenig. So, dann gucken wir mal, was die Große Koalition macht und machen könnte. Sie haben das gleich überschrieben. Da könnte Deutschland ein bisschen mehr tun für seine Wirtschaft. Und wir haben hier die einkaufsmännischer Indizes für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone. Naja, und das sieht natürlich nicht berauschend aus. Das war ja, wenn man so will, auch dieser Konjunkturrückschlag im Kern mit Deutschland. Das war ja auch eine Art von Überraschung, die man nicht so hatte erwartet Anfang des Jahres. Wir haben Russland. Russland hat vieles kaputt gemacht, gerade in der mittelständischen Wirtschaft. Der IFO-Index ist ja vor allen Dingen ein Index, der die mittelständische Wirtschaft befragt. Und kaum eine mittelständische Wirtschaft irgendein Landes ist so stark in Russland investiert wie die deutsche. Und da sieht man auch hier, dass in Deutschland der Einkaufsmanager-Index, der so ein bisschen die Stimmung wiedergibt im deutsch verarbeitenden Gewerbe oder generell, gesunken ist, auch mittlerweile unter die Marke von 50, die ja Expansion anzeigt oder eben Schrumpfungsprozess. Das ist sehr negativ, während zum Beispiel Spanien langsam aus dem Tal der Tränen rauskommt. Noch schlimmer ist Italien, Frankreich. Deutschland tut mehr oder sollte mehr für seine Wirtschaft tun. Es bringt nichts, sich ein Denkmal zu setzen nächstes Jahr mit dem Motto, wir wollen eine schwarze Null im Staatshaushalt haben. Man muss mehr investieren. Wenn der Schäuble sagt, wir geben mal richtig Gas, machen mal richtig viel Schulden, indem wir dann die deutsche Logistik, die deutsche Infrastruktur von Flensburg bis Passau auf Weltniveau bringen, dann wäre was gewonnen. Und er zahlt ja nichts dafür. Nach Inflation hat er sich ja sogar noch einen Gewinn gemacht. Dem Motto, wer mehr Schulden macht, macht noch einen Gewinn. Das sollte Herr Schäuble machen, die Kanzlerin. Dann wäre es eine ganz große Kanzlerin. Also Herr Halver und Madame Lagarde sozusagen ziehen an einem Strang und sind der gleichen Meinung. Es muss mehr geschehen. Dann wollen wir uns noch mal das Thema Staatsverschuldung in Europa angucken, was sich denn da wirklich getan hat. Naja, also bei der Staatsverschuldung hat sich ja nicht nichts getan, oder? Die ist nicht geringer geworden. Die Staatsverschuldung wird sich bis 2016 in Europa, in Euroland verdoppelt haben. Aber aufgrund der Zinsdrückung von Mario Draghi, der Segensreichen, sieht das so aus, je mehr Schulden man macht, desto weniger Zinszahlungen müssen die nationalen Euro-Länder leisten, weil sie die Gelder ja, die neuen Schuldengelder ja zu 0, nix bekommen. Das sieht ja sehr schön aus, wenn Sie mal schauen, dass die Zinsbelastung von ehemals mal bis 220 Milliarden im Jahr bis 2016 auf 30 fallen wird. Da muss man sagen, ich streiche es mal durch sogar, ja. Da muss man das sagen, also Money for Nothing. Die breiteste Entwicklung, die man sich vorstellen kann, ja. Das heißt, also fantastische Zustände, Anführungszeichen, hat mit Stabilität nichts mehr zu tun. Aber es ist natürlich die Not, die hier Mario Draghi sieht. Er muss dafür sorgen, dass
dass sich viele Länder zu günstigen Konditionen verschulden können, damit der Staat zumindest für Konjunkturwachstum sorgt, weil wir ja wissen, dass Reformen nicht gemacht werden. Ja, gut, das ist eine Erkenntnis aus diesem Jahr und das hat er auch getan. Gucken wir uns noch mal jetzt die Notenbanken an. Da sehen wir gerade mal, wie die Bilanzen sich entwickelt haben. Und die japanische ist nach oben gegangen, die amerikanische ist nach oben gegangen und die deutsche, die ist, oder die europäische ist eher nach unten gegangen. Also, jetzt Ihr Lieblingsthema Super Mario. Wie super war er denn in diesem Jahr? Also er hat ja eher nur verbal gearbeitet, real eigentlich noch nicht richtig. Bislang hat er kaum Geld ausgegeben, in Form von Staatsanleiheaufkäufen. Das wird im nächsten Jahr aber kommen. Ich sage ja, im nächsten Jahr wird Weihnachten sein von Mario Draghi, weil da beginnen wird, großvolumig Staatspapier aufzukaufen, die Renditen noch weiter zu drücken und über diese niedrigen Renditen, so heißt das Wort, auch den Euro abzuschwächen, damit wir mehr exportieren können. Wir sehen hier sehr schön, dass Mario Draghi bei der EZB ja lange Jahre nichts für Liquiditätsausstattung getan hat, aber die Japaner gehen massiv hoch und die Amerikaner kaufen zwar nichts mehr hinzu, bleiben aber auf dem hohen Level. Da wird Mario Draghi sagen, auch ich werde zum Instrument der Liquiditätspolitik, zum QE greifen, um mehr Liquidität in die Märkte zu bringen, damit man sich leichter verschulden kann und etwas für die Konjunktur tut. Das hat man natürlich in Amerika getan, da hat das funktioniert. In Japan tut man das seit Jahren, es funktioniert nicht. Und in Europa stellt sich natürlich die Frage, ob es funktionieren wird. Spätestens Ende 2016 werden wir das wissen, ob es dann funktioniert hat. So, jetzt wollen wir uns noch mal anschauen, wie das Umfeld ist für die Geldanlage. Wie hat sich das in diesem Jahr entwickelt? Und naja, dann kommen wir gleich auch zum nächsten Jahr. Also, wie war das jetzt 2014? Was hatte man haben müssen? Wir kennen alle den normalen Konjunkturzyklus, Aufschwung, Boom, Abschwung, Rezession. Notenbanken, auch die EZB, wird zwei Phasen nicht zulassen. Abschwung können wir nicht haben, sonst bricht uns die Eurozone zusammen. Rezession wäre noch schlimmer, dann bricht es die Eurozone noch massiver zusammen. Wir sorgen mit viel Geld, billigem Geld dafür, dass wir eine liquiditätsgetriebene Sachkapitalphase haben, also einen Aufschwung und es geht eine Boomphase. Und genau in diesen zwei Phasen, wo die Notenbanken, gerade die EZB, immer uns sehen möchte, braucht man sachkapitalistische Anlagegüter. Das sind die Aktien, das sind die Immobilien und mit weniger Vehemenz auch die Rohstoffe. Das heißt, man sollte weiter auf Aktien vor allen Dingen setzen, denn für die deutsche Lieblingsanlageform Festgeld, Sparbuch, Staatsanleihen gibt es ja nichts mehr. Nach Inflation können Sie zuschauen, wie Sie ärmer werden. Also, dann würde man sagen, Aktien kaufen ist echter Europapatriotismus. Ja, und wenn Sie auch noch am liebsten dividendenstarke Werte kaufen, um auch ein bisschen Substanz zu haben, um auch den Volatilitäten, die wir im nächsten Jahr durchaus sehen werden, etwas entgegensetzen zu können, dann ist das Beste, was man machen kann. Ja, dann lassen wir uns noch mal das nächste Jahr anschauen. Also was ist denn im nächsten Jahr zu erwarten? Also diese ganze Situation mit den niedrigen Zinsen und mit den Anleihekäufen, das wird ja weiter wirken, wie Sie ganz klar gesagt haben. Und was bedeutet das denn für den DAX? Und Sie dürfen auch gerne ein Kursziel angeben, denn sowas lieben wir, auch wenn es natürlich selten genauso rauskommt, wie man sich das denkt. Wir werden Deflationsbekämpfung sehen in ungeahnten Maßstäben. Wir werden weiterhin sehen, dass die Renditen für Staatspapiere gedrückt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die 10-Jährige unter 0,5% sinkt, also noch unattraktiver. Wir werden eine massive Dividendenfantasie bekommen. Unternehmen werden immer mehr Dividenden auch auszahlen, weil sie wissen, dass Versicherer dann auch zugreifen als Ersatzbefriedigung zu Zinsvermögen. Wir haben einen Währungsabwertungswettlauf massiver Art. Der Euro wird schwächer werden, der Yen auch, vor allen Dingen beide Währungen dann zum Dollar. Das hilft nochmal der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Und das heißt, alles für mich. Die Überraschung wird eben sein, dass Aktienmärkte noch mal ein Stück draufsetzen können. Das heißt, Ende des Jahres werden wir Richtung 11.000 im DAX laufen können. Also bei der Überraschung, da warte ich den jetzt noch mal. Das ist natürlich keine Überraschung. Das ist die Ansage dessen, was passieren wird. Das wäre nach diesem Umfeld eigentlich das Normale. Das muss sozusagen so kommen. Eine Überraschung wäre es, wenn es dann nicht so käme. Also, jetzt lassen wir uns noch mal das Jahr 2015 in den Blick nehmen. Was könnte wieder, Anfangsfrage sozusagen, die Überraschung des Jahres 2015 sein? Das, was Sie nicht erwarten, was aber trotzdem passieren könnte, entgegen aller Erwartung.
Eine negative Überraschung wäre es, wenn die EZB auf einmal die Stabilität für sich wiederentdeckt. Also wenn die EZB etwas stärker an deutscher Bundesbank orientierte Politik machen würde. Aber genau das wird nicht passieren. Das wäre eine große Überraschung, eine negative Überraschung. Die werden wir aber nicht sehen. Dann reden wir im nächsten Jahr über das Ende der Eurozone. Und das wird uns sicherlich die EZB nicht antun. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. So, das ist das Börsenjahr oder war das Börsenjahr 2014 von Robert Halver. Und wir sehen, es gibt ein paar Punkte, die auch in 2015 hineinwirken werden. Und auf die 11.000 Punkte beim DAX können wir uns schon freuen, wenn alles so kommt, wie Robert Halver gesagt hat. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.